Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es mal um die allerletzten Fragen, bevor dann nächsten Monat am 14. Mai Season 4 losgeht. Es wird auch, man munkelt, nächste Woche ein erstes Campfire geben, wo dann schon Infos zur Season 4 preisgegeben werden. Wenn das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow dalassen. da lassen. Da werde ich natürlich direkt eine Zusammenfassung für euch. Hochladen denkt Tag drauf, aber kommen wir mal zum Thema des Videos. Erstmal äh, verurteilt mich nicht. Ich habe hier mir diesen äh, Skin gezogen. Ich hatte sie eh noch genug von dem Platin durch die Seasons. Ähm, das ist mal wieder ein Skin, der ist richtig richtig cool. Aber Darum geht es nicht. Es geht darum, was passiert im Eternal in Season 4, weil es ja viele, viele Änderungen zur Itemization gibt. Einmal natürlich, was passiert mit dem vierten A-Fix auf all euren Items. Bei den Unix, da bleibt alles so, wie es ist. Es wird wahrscheinlich auch so wie in der Vergangenheit sein. Änderungen zu Unix, die wir schon haben bekommt ihr dann erst, wenn ihr das nochmal findet. Das kann aber auch sein, dass geändert wird. Das haben die in der Vergangenheit so und so mal gemacht. Ähm, das kann ich nicht ganz genau und abschließend beantworten. Habt dazu auch nichts gefunden. Dazu wurde noch nichts gesagt zu Season 4. Ähm, es war mal so dass die neuen items die gefallen sind dann diese neuen so und Änderungen in den aspekten hatten und es gab auch ähm, äh, es gab auch updates wo direkt alle äh, unix angepasst wurden aber ja äh, dass ihr das schon mal gehört habt aber was passiert hier mit diesem vierten Afix? Äh, fakt ist, die wird reduziert auf drei A-Fixe, das ist klar. Die Frage ist nur, welcher dieser A-Fixe wird gelöscht? Außerdem, was passiert mit den A-Fixen, die es in Zukunft nicht mehr gibt, wie ähm, zum Beispiel Schaden gegen entfernte Gegner? Ähm, Habe ich hier leider gerade keinen. Beispiel, doch hier, Schaden gegen. Ah, das ist ein Unique. Aber ihr wisst, was ich meine. Schaden gegen Nahgegner, Schaden gegen Entfernsgegner, Schaden gegen Gegner, die unter Kontrollverlust Effekte leiden und sowas, diese ganzen a die dann wegfallen. Äh, was passiert mit diesen A-Fixen im Eternal oder auch mit euren Season-Charactern? Ich bin hier gerade auf dem Season Character, die dann drüber transferiert werden im Eternal. Dazu konnte ich auch keine abschließende Antwort finden. Da gibt es verschiedene Theorien. Erstens, dass random ein A-Fix gelöscht wird dass der vierte, das heißt der unterste Affix äh, gelöscht wird. Der unterste, ihr erinnert euch, ich glaube mit Season 3 kam das rein, äh, gab es ja eine neue Auflistung der Affixe. Früher war das alles immer random, wo was ist. Dann äh, kam eine Reihenfolge, dass oben immer dieser Hauptaffix ist, hier in dem Fall Stärke. Dann Attack Speed, dann Crit-Chance und dann der Rest. Und äh, da würde es wahrscheinlich Sinn machen, den untersten auch zu löschen, weil das in Anführungsstrichen der unwichtigste Afix ist. Vielleicht wird der Afix auch direkt umgewandelt in eine Härtung. Ja, so ganz weiß man das noch nicht. Schade eigentlich. Vielleicht hören wir dazu noch was in den kommenden ähm, Campfire-Chats. Ich hoffe, da wird die Frage dann auch mal gestellt und beantwortet von Diablo. Aber ja, dass ihr das mal im Hinterkopf behaltet, dass wenn ihr euren Season Character in den Eternal holt, nächste Season, dann wird ein Affix hier gelöscht und alle Affixe, die es nicht mehr gibt, werden entweder ausgetauscht oder auch gelöscht. Genau kann man das noch nicht sagen. Haltet das auf jeden Fall im äh, Auge, wenn es dann in Season 4 reingeht. Als nächstes kümmern wir uns mal um die Aspekte, weil, habe ich ja im letzten Video mal gesagt, das ganze Kodex der Machtprinzip wurde ja über den Haufen geworfen und wird jetzt genauso geführt, wie wir uns das gehofft haben. Das bedeutet, wenn ihr einen Aspekt in einer Waffe findet in einem legendären Item und diese Waffe dann zerstört, dann wird dieser Aspekt gut geschrieben in euer Buch und den könnt ihr dann immer und immer so oft ihr wollt wiederverwenden. Und dann ist natürlich die Frage, ey, was passiert denn jetzt auf dem Wechsel in Season 4 in den Eternal? Was passiert mit den ganzen Aspekten, die wir in der Bank haben? Oder auch äh, mit diesen legendären Items, die wir hier haben, wo wir eventuell noch Aspekte drin haben, die wir dann... Äh, benutzen wollen oder brauchen für äh, später. Ähm, das ist eigentlich relativ easy, weil alle Aspekte, die ihr in der Box haben, äh, in der Box habt, werden entfernt und den Kodex gut geschrieben. Bedeutet, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel Basisfertigkeiten verleihen, sechs Sekunden lang 20% Schadensreduktion, ein Max-Roll, dann wird der genauso übernommen in den Kodex der Macht und ihr könnt den dann für immer benutzen. Und so könnt ihr dann alle Aspekte, die ihr hier habt, aus dem Kodex heraus immer wieder verwenden. Wenn ihr also irgendwie noch Waffen habt, die ihr dann ähm, jetzt gerade den Aspekt rausziehen wollt, das könnt ihr auch lassen. Ihr könnt die Waffe später dann noch einfach zerstören und der Kodex bzw. der Aspekt wird euch gut geschrieben. Aber dass ihr wisst, dieser Aspekt und alle Aspekte, die ihr gerade in der Box habt, werden dann auf dem Eternal in den Codex der Macht direkt aktualisiert. Und wenn ihr hier Max-Rolls habt, werden die dort auch sofort zu einem Max-Roll. Nach dem letzten PTA Anfang April kam die Frage auf, ob jetzt für jedes Season ein PTA stattfinden wird, beziehungsweise für jedes Season. Und da ist die Antwort ganz klar nein. Es wird bestimmt wieder PTAs geben, aber nicht für jedes Season. Also das hält sich Blizzard da offen. Es kann weitere PTAs geben, aber es ist nicht grundsätzlich so, dass jetzt jedes Season ein PTA kommt. Für alle, die den PTA vielleicht auch nicht mitgemacht haben, als kleinen Recap. Am PTA konnten alle teilnehmen, die einen Zugang äh, zu BattleNet und über den PC gespielt haben. Einige hatten gedacht, nur Streamer und YouTuber hätten dazu Zugriff. Ich übrigens ganz am Anfang auch. Nein, den PTA Zugriff kriegen immer alle, die über BattleNet und am PC spielen und nicht so wie ich jetzt hier gerade über die PlayStation. Und dann noch eine kleine Änderung hier bei den Juwelen. spielt. fällt ja auch eine Stufe weg. Äh, nicht, dass ihr euch da wundert. Wenn ihr solche in der Box haben solltet, werden die sehr wahrscheinlich zerstört. Und euch werden die Scherben einfach gut geschrieben. Einfach, dass ihr schon mal gehört habt und euch nicht wundert. Ey, wo sind da meine Rohrubinen hin? dass ihr da Bescheid wisst. Dann noch eine kleine Info in eigener Sache. Wir sind gerade bei 94 Leuten im Clan und ich will das erklären, wenn Season 4 dann wieder losgeht, richtig boomt. Das bedeutet, wenn ihr noch einen Clan sucht, der ab Season 4 wieder komplett reingrindet, dann kommt gerne bei uns in den Clan rein. Ich werde bis zu Season 4 anfangen, alle Anfragen annehmen, bis wir dann voll sind und den ersten Vibe gibt's dann auch erst nach Start von Season 4. Bedeutet, alle, die noch einen Clan suchen, kommt gerne dazu, würde ich mich sehr freuen. Solltet ihr noch irgendwelche offenen Fragen haben zu Diablo 4, dann schreibt's gerne unten in die Kommentare oder joint unserem Discord und äh, fragt dort nach, da helfen wir gerne. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Follow auf den Kanal freuen. Wie gesagt, wenn ihr zu Season 4 und zu den kommenden Campfires nichts verpassen wollt, auf jeden Fall einen Follow-Button drücken. Ist komplett kostenlos. Und ich würde mich natürlich sehr über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.